Deutsches Haus von Annette Hess. Der erste Auschwitz-Prozess findet von 1963 bis 1965 in Frankfurt am Main statt. Ein Prozess, der Deutschland verändert und auch das Leben einer jungen Frau. Die junge Dolmetscherin Eva Bruns, die kurz vor ihrer Verlobung steht, wird eines Nachmittags zu einer Zeugenbefragung gerufen. Sie kann die geschilderten Geschehnisse nicht einordnen, denn die Aussagen der Opfer schockieren sie. In den nächsten Tagen stößt Eva in ihrem Viertel auf Überschriften am Kiosk zum bevorstehenden Auschwitz-Prozess. Alle Zeitungen scheinen darüber zu berichten. Als sie mit ihren Eltern, die die Gaststätte Deutsches Haus betreiben, darüber sprechen möchte, zweifeln Edith und Ludwig Bruns. Sie wollen nicht, dass ihre Tochter beim Prozess übersetzt. Das Thema sei nichts für eine junge Frau. Doch Eva widersetzt sich der Haltung ihrer Eltern. In den folgenden Wochen öffnen sich Eva die Türen zu einer anderen Welt. Sie begegnet Richtern, Angeklagten und vor allem den ehemaligen Häftlingen, denen sie ihre Stimme gibt. Und plötzlich muss sie sich ganz persönliche Fragen stellen. Warum erzählen ihre Eltern nie von ihrer Zeit in Polen? Und warum interessiert sich ihr Verlobter Jürgen nicht für die Vergangenheit?